Und da wir ja schon mit den Farben ein wenig kokettiert haben, Bronze, Silber, Gold, darf ich also die große Freude verkünden, dass wir einen haben noch, nämlich einen, der sage und schreibe das 25. Mal bei unseren Vorturnieren dabei ist. Und das ist vom VfB Oddersleben aus der D-Gruppe, der Michael Mülken. Lieber Michael, würdest du mir das uns nach vorne kommen? Und der Michael ist also 25 Mal heute bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft dabei. Und für den Michael haben wir eine Urkunde vorbereitet, wo wir alle unterschrieben haben, das gesamte Org-Team. Und dann kriegt er einen silbernen Spender für 25 Mal dabei. Und das ist schon eine ganz, ganz lange Wegstrecke. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Michael, dass er so oft zu uns gekommen ist. So, die Bilder sind gemacht. Und jetzt könnte man ja glauben, die Sache ist zu Ende. Nein, ist sie nicht. Es ist sagenhaft. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der Siebente, der es geschafft hat, mit uns es 50 Mal durchzuhalten. Er war 50 Mal dabei. Und da kommt er aus dem Hauptraum, unser lieber Schachmann, immer mit einer Schachmütze, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Frank Erdmann, 50 Mal dabei, Kalenderspieler und hat nicht einen großen Präsent gehabt mit einer goldenen 50. Und da machen wir jetzt mal ein Foto. Und ich wurde gebeten, dass A, Frank dann kurz das Mikro kriegt, was wir ihm natürlich nicht verwehren werden, und B, darf ich in großer Ehre und Ehrfurcht den Club der 50er, nach vorne bitten. Und das sind mit 53 Mal dabei Jörn Höttke, mit 62 Mal dabei Hans Werbe, mit 63 Mal dabei Frank Deckert, mit 65 Mal dabei Uwe Scheunemann, mit 67 Mal Axel Schmidt, der leider krank geworden ist vorgestern, das hat ihn ganz, ganz doll weh. Und mit 72 Mal der absolute Spitzenreiter Frank Stolzenwald. Und wenn ihr mal alle nach vorne kommt. Und den Frank in den Club aufnehmt, nämlich in den Club der Spieler, die 50 Mal und mehr dabei sind. Und Frank, hier kurz das Mikro. Also, ich tue erstmal ein herzliches Dankeschön sagen zu meiner 50. Teilnahme, dass ich hier in dieser großen Schachfamilie dabei sein kann. Ich wünsche allen noch ein gesundes, erfolgreiches neues Schachjahr. Dann möchte ich auch mal zum Anlass nehmen, von meiner 50. Teilnahme im Org-Team Danke zu sagen für diese hervorragende Veranstaltung, die Sie jedes Mal so großartig herrichten. Wir haben einen Kosten und nie gescheut. Wir haben sogar noch einen Toiletten, schwarz-weiße Fliesen ausgelegt für uns. Also es ist wirklich großartig, wie der das jedes Mal macht. Großen Dank. Der Ramanakap, das ist wie ein großes Überraschungsei für mich. Für großgebliebene Kinder. Man hat ein ganzes Wochenende lang Spiel, Spaß und Spannung. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin ein spannendes Wochenende und sage Dankeschön. Lieber Frank, herzlichen Dank für die netten Worte und auch ich hoffe noch, dass wir uns oft wiedersehen. Und du weißt ja, im Club der 50-Maligen, ich glaube, da muss man was ausgeben, wenn man da eintritt. Hast du schon im Vorfeld gesagt? Prima. Dann ist diese große Dankeschön-Zeremonie jetzt auch beendet. Dankeschön, weil wir wollen natürlich alle spielen.